Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich. So heißt es in Jeremia 32, der Losung für den heutigen Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Wir sind in der Kapelle auf dem Höchsten, oberhalb des Bodensees, mit freiem Blick auf die Schweizer und österreichischen Alpen. Es ist kein Ding vor Gott unmöglich. Glauben Sie das, so wie es hier in der Bibel steht? Ich bitte Sie darum, glauben Sie das. Bei Gott sind keine Dinge unmöglich. Lassen Sie uns miteinander Gottesdienst feiern. Vielleicht entdecken wir in diesem Gottesdienst neu die Größe Gottes, der übrigens auch im Leben von Frida Gashumba Großes vollbracht hat. Sie hat als einzige ihrer 12-köpfigen Familie den Völkermord von Ruanda 1994 überlebt. Und sie ist heute im Gottesdienst mein Gast. Sie erzählt uns aus ihrer Geschichte. Musikalisch zu Gast ist mit leisen Tönen Angela Gerold. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst nun feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen: In dir ist Freude in allem Leid. Wir beten gemeinsam Psalm 102. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns beten. Ewiger Gott, Vater im Himmel, wir sind alle vom Tod bedroht. Menschen, die wir liebten,
hat der Tod aus unserer Mitte gerissen. Sie fehlen uns und wir tragen Leid um sie. Hilf, dass die Trauer nicht Herr über uns bleibt. Sei du unser Herr, du Gott allein. Wie wir jetzt angesichts des Todes vereint vor dir stehen, so lass uns auch im Leben zusammenstehen. Räume weg, was uns scheidet und trennt. Was uns aber eint, das mach in dieser Stunde lebendig. Die Hoffnung auf Jesus, deinen Sohn, damit wir mit ihm den Tod überwinden und leben in Ewigkeit. Heiliger Gott, dein Sohn hat dem Tod die Macht genommen. Er ist unsere Hoffnung. Amen. Musik ohne Gefühle ist ausdruckslos und ein Lied, das niemand berührt, bleibt leer und ungehört. Meine Musik wäre leer ohne die Menschen, die mich lieben. Sie sind die wahren Schätze, die ich auf meinem Weg immer wieder finde. So sagt Angela Gerold, eine goldene Stimme, die man immer wieder in Radio und Fernsehen hört. Für uns ist sie heute im Gottesdienst und singt Angela Gerold. Gestoppt, Uhr hört auf zu schlagen, Zeiger stehen still, keine Gelegenheit zum Abschied, kein Raum für ein letztes Wort. Vom Leben hattest du bestimmt noch nicht genug. Träume verpufft, schwarzes Loch. An nichts durchströmt von einer Tränenflut. Du kennst jetzt das danach, du bist jetzt frei, weißt so viel mehr als wir, du bist schon weit, nur mir schnürt es die Kehle zu, will dich zurück. Weil ich das Licht, das dich umgibt, noch nicht verstehe. Mein Freund, ich würde die Zeit so gern zurückdrehen. Nur ein paar Stunden und du hättest sie, die zweite Chance. Wäre noch so viel zu sagen, Pläne massenhaft, doch plötzlich dieser ungewollte Schlussstrich. Und ich schreib dir meine Trauer hinterher. Du kennst jetzt das danach, du bist jetzt frei, weißt so viel mehr als wir, du bist schon weit, nur mir schnürt es die Kehle zu, will dich zurück, weil ich das Licht, das dich umgibt, noch nicht verstehe. Das danach, du bist jetzt frei, weißt so viel mehr als wir, du bist schon weit. Du kennst jetzt das danach, du bist jetzt frei, du kennst jetzt.
Ich lese in der Bibel den Psalm 90. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht, für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fahret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Völkermord an den Tutsi forderte 1994 in Ruanda ca. 1 Million Todesopfer und wurde von der Weltöffentlichkeit kaum beachtet. Menschen, die vorher Nachbarn waren, wurden zu Mördern. Ein ganzes Land wurde traumatisiert. Frida Gashumba, selbst zum Stamm der Tutsi gehörend, hat ihre gesamte Familie im Völkermord Ruandas verloren. Sie selbst lag totgeglaubt in der Grube, in die die Mörder ihre Familie hineingeworfen hatten. Doch sie überlebte das alles auf wunderbare Weise. Und heute ist sie bei uns in der Stunde des Höchsten zum Gast. Ich werde mit ihr darüber reden. Frida Gashumba, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Im Völkermord Ruandas wurden über 1 Million Tutsis von den Hutus getötet. Und das alles in nur 100 Tagen. War die Eskalation absehbar oder kam das völlig überraschend für Sie und Ihre Familie? Doch, es gab schon einige Zeichen vorher, aber wir konnten es einfach nicht vorstellen, dass sowas passieren konnte, dass sich Nachbarn und Freunde, die Hutus waren, gegen uns wenden konnten. Aber es gab schon Zeichen. Zum Beispiel 1990 wurde mein Vater inhaftiert, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er zu der Rebellenarmee gehörte. Und zum Beispiel 1993 wurde meine kleine Schwester, damals 9 Monate, alt im Krankenhaus umgebracht. Das waren Sachen, die passiert sind, die wir wahrgenommen haben, aber die wir einfach nicht einordnen konnten. Können Sie uns kurz beschreiben, was Ihnen und Ihrer Familie passiert ist in jener verhängnisvollen Nacht, wo Sie alles verloren haben? Ja, ich erinnere mich ganz genau an diese eine Nacht, wo dieser Tötungstrupp dann an unserem Haus angelangt ist und sie uns dann allesamt aus dem Haus geführt haben in eine Grube, die hinter unserem Haus lag. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich mit einem Knüppel niedergeschlagen wurde, indem sie mir auf den Hinterkopf ein paar Mal geschlagen haben, wie wir in dieser Nacht 15 Leute
in dieser Grube begraben wurden. Und weil man geglaubt hat, dass ich mitgestorben sei, bin ich eben mit in dieser Grube beerdigt worden. Wie kamen Sie aus dieser Grube wieder frei? Ja, ich würde jetzt sagen, das ist wirklich ein Wunder gewesen. Ich war 14 Stunden begraben in dieser Gruft. Dadurch, dass ich, als ich niedergeschlagen wurde, meine Finger vor mein Gesicht gelegt hatte, um mein Gesicht zu bedecken, bin ich auch so begraben worden. Und ich glaube, das hat mir geholfen, dass ich überhaupt noch Luft bekommen habe. Ich wurde dann letztendlich gerettet nach 14 Stunden, als ein junger Mann mich dann ausgegraben hat, mehr oder weniger. Das war auch der junge Mann, der mich dann versteckt hat und während dieser ganzen noch andauernden Zeit des Völkermordes versteckt gehalten hat. Sie sind gerettet worden, Sie sind befreit worden, vermutlich schwer verletzt. Sie sind geheilt worden, ein langer Prozess. Was haben Sie denn in dieser Zeit über Gott gedacht, der Sie in so eine Situation hineingeführt hat? Ich war so traumatisiert, dass ich weder schlafen konnte, ich konnte mich nicht auf die Schule konzentrieren, ich konnte nicht lernen. Und obwohl ich überlebt habe, habe ich wirklich über Gott gedacht, wie kann er beobachtet haben, dass das alles passiert ist und nicht eingegriffen haben. Ich habe wirklich gedacht, entweder Gott existiert nicht oder er hat uns verlassen. Ich konnte wirklich nicht begreifen, wie das alles passieren konnte und es einen Gott geben sollte, der rettet, weil das einfach nicht passiert ist. Sind Sie heute immer noch voller Hass gegenüber Gott, gegenüber den Menschen? Oder was genau ist passiert, dass Sie heute so frei und offen über diese ganzen Erlebnisse erzählen können? Ich kann mich erinnern, dass es 1998 war, dass ich durch eine Schulfreundin zum Glauben gefunden habe und durch diese neu aufkeimende Beziehung zum Herrn auch sehen konnte im Nachhinein, dass es der Herr war, der mich gerettet hat aus dieser Grube, aus diesem Grab. Und ich konnte mich dann auch erinnern, dass ich ihm, als ich da lag, wirklich auch versprochen habe, wenn du mich rettest, dann werde ich dir bis an mein Lebensende dienen. Und im Laufe dieser neuen Beziehung, dieses neuen Lebens mit dem Herrn, habe ich auch gelernt, Vergebung zu durchleben. Das war ein monatelanger Kampf, durch den mich Gott geführt hat und mich Stückchen für Stückchen weitergeführt hat und mir letztendlich die Fähigkeit gegeben hat, wirklich meinen Feinden zu vergeben. Und ich kann heute sagen, dass ich frei bin, dass ich vergeben habe und dass ich meine Geschichte, wenn man will, oder das, was passiert ist, überwunden habe. Especially because I managed to forgive. Sie sind heute verheiratet, Sie haben kleine eigene Kinder und Sie leben nach wie vor in Ruanda, Tür an Tür mit den Mördern Ihrer Familie zusammen. Wie kann das gehen? Können Sie sich in die Augen schauen? I must say that it's possible because I've seen it working. Ich muss sagen, dass ich in der Situation jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme bin. Die Überlebenden leben einfach zusammen mit den Mördern ihrer Familie. Und ich muss sagen, dass es für mich, auch weil ich eine neue Familie habe und weil ich erlebt habe, was ich erlebt habe, dass es für mich möglich ist, diesen Leuten ins Gesicht zu schauen und an meine Vergangenheit zu denken, ohne Schmerzen im Herzen zu haben, weil ich eben vergeben habe und weil das möglich war. Ich kann sagen, dass ich heute meine früheren Feinde anschaue und keinen Hass mehr empfinde, weil ich ihnen vergeben konnte. So I am very able to live with them because I have let it go. I don't have any hatred for them. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie auf der Suche waren nach den Mördern Ihrer Familie und Sie sind denen auch begegnet. Erzählen Sie uns davon ausschnittsweise, was in Ihnen vorging, als Sie zum Beispiel dem Mörder ins Gesicht schauten, der Ihre Schwester oder Ihre Mutter umgebracht hatte. Das erste Mal, dass ich aktiv nach dem Mörder meines Vaters gesucht habe, war nicht lange nach meiner Rettung. Und ich erinnere mich, als ich ihm das erste Mal begegnet bin, dass ich gezittert habe, dass ich Angst hatte vor ihm und dass ich einen unglaublichen Hass noch im Herzen empfunden hatte, diesem Mann gegenüber. Und ich konnte ihm weder die Hand schütteln noch ihn anschauen. Ich musste gehen. Ich habe dann einen neuen Anlauf genommen und bin dann zu den Menschen gegangen. Und das war für mich eine wirkliche Befreiung, weil nach diesen Monaten des weiteren Kampfes habe ich wirklich gemerkt, dass ich den Leuten vergeben konnte, dass ich Hände schütteln konnte und dass ich wirklich keinen Hass mehr empfunden habe diesen Menschen gegenüber. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Nach wie vor ist es für mich ein Wunder, dass Sie weiterhin in Ruanda leben, mit Ihrer neuen Familie auch. Haben Sie denn Hoffnung für dieses Land? I feel too much hope for my own people and for our children who are also growing up. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung, was mein Volk und was mein Land angeht, was die jetzt aufwachsende Generation angeht, was die Kinder angeht, die dann mal das Volk führen werden und in dem Volk leben werden. Ich habe große Hoffnung, dass es keine Unterscheidung mehr geben wird zwischen den Stämmen, dass es keine Hutus mehr geben wird, keine Tutsis mehr geben wird, sondern dass wir ein Volk sein werden. Und dass wir ein Volk sein werden, was in Einheit und in Versöhnung einfach das Volk Ruandas ist. Also ich habe große Hoffnung und das ist mein Traum für die Zukunft und für mein Volk, dass wir ohne Unterscheidung der einzelnen Stämme, dass wir einfach ein Volk sind, das in Einheit zusammenleben kann. I have a dream of seeing a people and I've already started seeing it of a people that live like one people in one country. Die komplette Geschichte hat Frida in ihrem Buch aufgeschrieben. Ein sehr spannendes, bewegendes Buch. 10 Exemplare haben wir für Sie, kostenlos. Wenn Sie uns mailen, dann bekommen Sie davon eines. Frida, war sehr bewegend, mit Ihnen zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gottes Segen für Sie, für Ihre Familie und für die Arbeit, die Sie in Sachen Versöhnung und Vergebung in Ruanda tun. Thank you so much. Vielen Dank. Lassen Sie uns nach diesem beeindruckenden Zeugnis von Frida Gashumba heute über das Thema Vergebung nachdenken. Dazu habe ich Ihnen 2 Dinge mitgebracht. Zum einen ganz gewöhnliche Schubladen. Und zum anderen ganz gewöhnliche weiße Blätter, unbeschriebene Blätter. Naja, fast unbeschriebene Blätter. Auf dem ersten steht drauf, meine eigene Frau. Sie hat mir zum x-ten Mal letztens Vorhaltungen gemacht. Also, meine Frau, rein in die Schublade. Ah, mein Nachbar, genau. Schon wieder hat er letztens doch tatsächlich gemeint, mir sagen zu müssen, dass ich finde ihn nur unverschämt. Und das schon so lange, wie ich ihn kenne. Also, der Nachbar, rein in die Schublade. Mein Arbeitskollege, neulich hat er mir wieder vorgeworfen, ich hätte, und das schon wie so oft. Ich konnte diesen Typ, muss ich ehrlich sagen, noch nie leiden. Also, der Arbeitskollege, rein in diese Schublade, meine Schwiegermutter. Solange ich sie kenne, erzählt sie mir ständig, dass es doch besser wäre, wenn ich, und die will doch nur, und besser wäre doch, wenn, naja, die Schwiegermutter, rein in die unterste Schublade, der Chef hat mir letztens vorgeworfen, dass, und das auch schon zum x-ten Mal. Deshalb kommt der Chef in diese Schublade hier rein. Und damit basta. Jeder von uns ist bei jedem von uns in irgendwelchen Schubladen drin. Schubladendenken nennt man das. Und was in diesen Schubladen drin ist, das bleibt drin. 1 zu 1 Million besteht die Chance, dass man aus solchen Schubladen wieder irgendwie heil rauskommt. Ich frage Sie, wie kommen wir denn aus den Schubladen wieder heraus? Wie kommen wir aus unserem Schubladendenken wieder raus? Dieses Denken, das unsere Handlungsalternativen so beschränkt macht. Und wie kommen wir überhaupt aus den Schubladen wieder heraus, in die uns andere eingeschlossen haben?
Was können wir dagegen setzen, dass wir wieder zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes kommen? Wie hat Martin Luther gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge, also in Schubladen passen wir nicht. Da wehrt sich alles in uns dagegen. Es wehrt sich alles in uns dagegen, dass wir nicht richtig beurteilt werden, sondern falsch beurteilt werden. Ich möchte doch richtig erkannt werden, so wie ich wirklich bin. Ich möchte mit Wertschätzung und Achtung begrüßt und gegrüßt werden. Ich möchte nicht verurteilt sein, falsch beurteilt. Ich möchte raus und weg und frei werden von allen Vorurteilen. Gibt es eine Geschichte aus der Bibel, die Ihnen zum Schubladendenken einfallen würde? Matthäus 18 vielleicht. Da trat Petrus zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der sich an mir verfehlt hat, vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus sagt ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Einem Menschen 490-mal vergeben, 490-mal und immer wieder. Tja, Vergebung ist das Einzige, was Sie gegen das Schubladendenken einsetzen können. Das griechische Wort für vergeben heißt eigentlich loslassen. Es meint das willentliche Freigeben einer Person oder einer Sache, über die man verfügen kann. Und heißt gleichzeitig, jemandem etwas gestatten. Muss ich Ihnen erzählen, da fragt mich eine junge Frau, muss ich mir denn wirklich alles gefallen lassen, was mir mein Partner im Suff antut? Vergebung heißt auch konkret, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, der ständig zur Flasche greift, ständig aggressiv und gewalttätig mir gegenüber wird, nicht alles vergeben und vergessen, sondern, so wie es Vergebung heißt, einfach auch loslassen kann. Wenn keine Chance mehr ist zu einem Neuanfang, ihm einfach gestatten, so zu sein, wie er ist, unverbesserlich. Nicht ihn über die Maßen und unter Zwang verändern zu wollen, Vergebung heißt eben loslassen können. Das ist in der Tat ein Extremfall, aber wie gesagt, das gehört auch zur Vergebung. Vergebung ist eigentlich genial. Lassen Sie uns darüber noch einmal nachdenken. Vergebung heißt loslassen und freilassen von dem, über was wir eigentlich verfügen können. Wenn wir über etwas verfügen, wenn wir meinen, es zu besitzen, also dass es uns gehört, dann muss es natürlich auch nach unseren Vorstellungen laufen. Wir denken, es wäre gut, wenn wir wissen, wie es gut ist. Vergeben heißt, den anderen freizulassen, loszulassen. Ihn ohne hohe Erwartungen nach unserem Denkmuster handhaben und besitzen und beeinflussen zu wollen. Vergebung heißt, von allen Denkmustern loszulassen. Gestattet es dem anderen, dass er neu erkannt wird, dass er neu entdeckt wird, dass er neu gebraucht wird. Vergebung ist freigeben und gleichzeitig freisetzen. Ich gebe den, den ich in eine Schublade hineinsortiert habe, ich gebe ihn frei und gestatte ihm zugleich, sich neu zu positionieren, neu zu profilieren, sich mir gegenüber quasi neu zu erfinden. Und solch eine Freiheit setzt dem anderen zugleich eine ganze Menge an Potenzialen frei. Vergebung übrigens ist etwas Willentliches, nicht nur etwas Herzliches. Es hat mit unserem Denken zu tun. Das Herz ist nicht immer frei zu vergeben. Das Denken, die Gedanken sind nach biblischem Verständnis jedenfalls frei. Es steht mir in der Tat frei, dem anderen zu vergeben. Und alles, was mit dem Kopf, den Gedanken zu tun hat, muss immer und immer wieder trainiert werden, so lange, bis es dann zur Gewohnheit wird oder zu einem guten Zustand geworden ist. Es gibt im Alten Testament die Geschichte von Lamech. Lamech ist einer, der im Leben Wunden bekommen hat und Beulen. Und für jede Wunde hat er einen Mann erschlagen. Für jede Beule hat er einen Jüngling erschlagen, so heißt es im Alten Testament. Lamech konnte nicht vergeben. Es ist die Geschichte von hemmungsloser Rache und Heimzahlung. Dieser hemmungslosen Rache stellt Jesus die unbegrenzte Vergebung entgegen.
Und Schubladendenken ist eine Form hemmungsloser Rache. Du hast dies oder jenes getan, deshalb sortiere ich dich hier ein und da bleibst du ein für alle Mal drin, basta. Sowohl hemmungslose Rache als auch 70 mal 7 mal vergeben sind zwei Werkzeuge, die uns für unser Miteinander zur Verfügung stehen. Aber wie wohlwollend habe ich das persönlich schon erlebt, wenn mich einer aus der Schublade rauslässt, wenn ich mich wieder frei bewegen kann vor ihm, wenn sich ein neues Verhältnis, eine neue Beziehung aufbauen kann. Ein Kollege sagte neulich zu mir, gleich beim ersten Mal, als ich sie gehört habe, habe ich sie in eine Schublade hineingesteckt und da waren sie für mich drin. Und damit waren sie für mich erledigt. Erst heute, sagt er, nach 2 Jahren habe ich sie ganz neu kennengelernt. Und jetzt kann man miteinander Beziehung aufbauen. Raus aus der Schublade. Übrigens, Schubladen heißen nicht umsonst Schubladen. Schub ist ein hebräisches Wort und das heißt eigentlich übersetzt zurückmachen. Dieses hebräische Wort Schub kommt auch in dem Wort Schubkraft vor. Schubkraft ist laut Lexikon eine Reaktionskraft einer entgegengesetzter Richtung beschleunigten Stützmasse, wodurch Raketen und anderes vorwärts bewegt werden. Alles zu kompliziert. Aber Schubladen heißen nicht umsonst Schubladen. Wer sich mit seinen Schubladen auseinandersetzt, wer freisetzt, was er darin eingesperrt hat, wer bereit ist, loszulassen und freizusetzen, der erfährt eine Kraft, die nach vorne bringt. Uns selbst, unsere Beziehungen, unser Miteinander und unsere Beziehung zu Gott. Lassen Sie frei. Lassen Sie die frei, die Sie eingesperrt haben, die Sie festgelegt haben, die Sie verurteilt haben. Lassen Sie aber auch die los, die Sie festgelegt haben, die Sie verurteilt haben. Diejenigen, denen Sie vergeben sollten, Schwiegermutter, Enkel, Kinder, Vorgesetzte, Arbeitskollegen, Partner, Partnerin, Nachbarn, Angestellte. Vergebung führt zu einer ungeheuren Schubkraft für alle Beteiligten und erweitert unsere Handlungsmöglichkeit um ein Vielfaches. In diesem Sinne, raus aus den Schubladen, raus aus dem Schubladendenken. Amen. Lasst uns in Frieden den Herrn anrufen. Um seinen Frieden, dass wir Frieden finden für unser Leben und Frieden schaffen unter den Menschen. Für alle, die Trauer tragen und für die Opfer der Kriege, um den Verlust der Heimat, um den Abschied von einem nahen Menschen, dass sie weiterleben können ohne Verzweiflung
und ohne Resignation. Lass uns den Herrn anrufen für alle, die heute leiden müssen, die inmitten von Krieg und Bürgerkrieg leben, für die Hungrigen und die Unterdrückten, für die, die gefoltert werden, dass ihr Elend ein Ende hat, dass sie satt werden, ungefährdet und frei, für uns und alle Menschen, die wir im Schatten des Todes leben, dass wir endlich Heil und Erlösung finden. Nimm dich unser gnädig an, rette uns und erhalte uns. Denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, von jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Nun lassen Sie uns miteinander beten, so wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun lassen Sie uns miteinander singen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch per E-Mail oder auch per Post. Sie sehen die Adressen eingeblendet. Oder hinterlassen Sie einen Eintrag in unserem Gästebuch auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Auf unserer Homepage können Sie übrigens auch die heutige Predigt herunterladen und Sie finden viele weitere Informationen rund um diesen Gottesdienst. Im Anschluss haben wir gleich noch wichtige Informationen für Sie. Bleiben Sie also dran. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig in allem, was du tust oder lässt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Für uns Christen ist es selbstverständlich, dass wir das, was wir haben, mit anderen teilen. Wir bitten Sie heute, dass Sie mit uns teilen,
Diese Fernsehgottesdienstarbeit kostet uns viel. Auch die diakonische Arbeit, die wir an über 6000 hilfsbedürftigen Menschen tun, braucht Ihre Unterstützung. Und damit Sie wissen, wer wir sind, zeigen wir Ihnen folgende Bilder. Danke, wenn Sie uns lieb gewinnen und unterstützen. Bei den Zieglerschen steht der Mensch im Mittelpunkt. Das traditionsreiche diakonische Unternehmen besteht bereits seit mehr als 175 Jahren und beschäftigt mittlerweile über 3000 Mitarbeiter in ganz Württemberg. Insgesamt betreuen die Zieglerschen rund 5000 Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Moderne Kliniken in herrlicher Landschaft bieten Suchtkranken vorübergehend ein Zuhause. Unter professioneller Leitung finden Drogensüchtige, Alkoholiker und Menschen mit Essstörungen wieder zurück in ein suchtfreies Leben. Senioren finden in unseren freundlichen Pflegeheimen eine neue Heimat. Mit viel Liebe und Engagement werden sie rund um die Uhr betreut und gefördert. Ein vertrauensvolles Verhältnis steht bei uns an oberster Stelle. In der Behindertenhilfe arbeiten rund 570 Mitarbeiter. Liebevoll und engagiert helfen sie vor allem Menschen mit geistiger und Hörsprachbehinderung, aktiv am Leben teilzunehmen. Eine große Tradition und bundesweite Bekanntheit haben die Schulen für Kinder mit Hör- und Sprachbehinderung. Gottesdienstfeiern ist ein Markenzeichen der Zieglerschen. Für uns ist ein Gottesdienst mehr als traditionelle Formen und Texte. Darum haben wir den Fernsehgottesdienst Stunde des Höchsten ins Leben gerufen. Ein Gottesdienst, der direkt zu den Zuschauern ins Wohnzimmer kommt und Menschen europaweit berührt. Zum jährlich stattfindenden Jugenddiakonie-Festival heißen die Zieglerschen Hunderte von Jugendlichen aus ganz Baden-Württemberg willkommen. An 3 Tagen gewinnen die jungen Menschen in zahlreichen Workshops und Events Einblicke in das Leben und Arbeiten in der Diakonie. Die Zieglerschen, ein modernes Sozialunternehmen mit Zukunft. Wir möchten jedem Menschen ein erfülltes Leben ermöglichen. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal in der Stunde des Höchsten. Tschüss.